Hallo, herzlich willkommen bei Rockrail, der innovativen Software zur Steuerung von Modelleisenbahnen. Dieses kleine Tutorial hier soll euch helfen bei der Erstinstallation von Rockrail und dann bei den ersten Einrichtungsschritten in der Software, um das euch ein bisschen zu erleichtern. Also, zuerst wird natürlich installiert. Wir scrollen mal nach unten auf der Seite und finden dort den Button Download Rockrail 2.0 Sunrise. Das ist also die aktuelle Version. Zu der aktuellen Version gibt es jede Nacht ein neues Installationspaket, was man laden kann. In diesem Installationspaket findet man dann unter dem Unicode-Verzeichnis die entsprechenden Versionen. Ich nehme hier mal die neueste Version und starte die Installation. Das ist ja alles erstmal ganz normale Windows-Oberfläche und sollte eigentlich keine Probleme machen. Es geht auch relativ schnell. Das Paket ist nicht sehr groß. Und anschließend immer entsprechende Warnungen, je nach Betriebssystem zu beantworten. Und dann wird auch schon das Setup aufgerufen von Rockrail. Wir lassen alles mal in den Standardeinstellungen unter den Unterordner Rockrail. Wird die Software installiert. Wir lassen Windows 7 mal einen Ordner Rockrail für die Daten bilden. Und in diesem Auswahlmenü lassen wir jetzt erstmal den Demoplan mit installieren, die Bilder für die Loks und andere Dinge, Themen für die Gleisbilder und einige Symbole für die Web-Clients, die man benutzen kann. Ist jetzt alles am Anfang erstmal Standard. Und wir lassen die Installation ihre Arbeit tun. Geht alles, wie gesagt, relativ schnell. So, damit ist Rockrail installiert. So, anschließend natürlich entsprechend starten. Ich starte RockU. So, die erste Hürde, die sich ja schon mal auftut, wo man am Anfang erstmal stutzig wird, ist dieser Dialog. Dieser Dialog ist der Spendendialog. Der Spendendialog ist deshalb gemacht, damit ihr entsprechend auch für diese Open Source Software eine Spende abgeben könnt. Wenn ihr die Spende abgibt, kriegt ihr dann in der Folge einen Code, den ihr eintragen könnt und dann ist dieses Fenster auch weg. Aber Rockrail funktioniert auch ohne Spende. Es kommt halt immer dieses hübsche Fenster und das kann man mit OK wegklicken. So, wer jetzt erwartet, und das ist meistens das Problem am Anfang, dass hier in diesen Fenstern schon alles Mögliche steht, der wird da enttäuscht. Aber genau das ist ja der Sinn dieses kleinen Tutorials, um euch da auf die ersten Sprünge zu helfen. Als erstes stelle ich mal hier die Sprache um. Auf Deutsch. Wir werden darauf hingewiesen, dass die Sprache natürlich erst nach einem Neustart effektiv wird. Also beenden wir Rockrail und starten es einfach nochmal neu. So, und schon ist die Oberfläche in einem kleinen Deutsch. Die Fenster, die wir hier sehen, die Unterteilung in vier Fenstern, kurz zur Erklärung. Hier haben wir den Lokomotivdialog auf der linken Seite. Hier rechts steht später mal der Plan. Links ist das Serverfenster und rechts ist das zentrale Fenster. Das sind alles Begriffe, die ich jetzt ganz kurz in der Folge erklären werde, die auch wichtig sind und damit Rockrail auch arbeiten kann mit der Anlage, mit der entsprechenden Zentrale. Also wie gesagt, man kommt hier in Rockrail rein, findet dann erstmal alles leer und tut sich schwer, dann damit zu arbeiten. Deshalb als erstes ein paar wichtige Elemente und auch den Demoplan zu laden, damit man relativ schnell mal was sieht in Rockrail und auch dann sich vorstellen kann, wie das mit der eigenen Anlage funktionieren kann. Also, Rockrail ist ja eine Client-Server-Software, das heißt, sie hat
verfügt über einen Serverteil und über einen Client-Teil. Der Client ist das, was wir hier vor uns sehen, die RockView-Oberfläche. Und der Server ist der Teil des Programmes, der dann die Verbindung zu der Zentrale aufnimmt, dort die, und auch zur Anlage damit und damit und darüber die Befehle an die Anlage schickt. Das ist ein bisschen so am Anfang für viele Nicht-IT-Kenner ein bisschen ein Hindernis, und das Hindernis ist dann manchmal so groß, dass man auch die Installation und das Arbeiten mit Rockflash sehr schnell wieder sein lässt. Deshalb soll auch dieses kleine Tutorial helfen, diese kleine Hürde zu überwinden. Sie ist gar nicht so groß, wie es im Moment den Anschein hat. Also steigen wir mal ein und gehen als erstes mal in die RockView-Eigenschaften. In den RockView-Eigenschaften kann, wie gesagt, die Oberfläche, bestimmte Dinge eingestellt werden und kann benutzt werden, um zum Beispiel, und das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir hier gleich am Anfang machen, einen sogenannten Arbeitsbereich zu laden. Dieser Arbeitsbereich ist nichts anderes wie ein Verzeichnis auf der Windows-Oberfläche. Wenn man sich mal anschaut, was installiert wurde, geht dann mal in die entsprechenden Unterverzeichnisse, dann haben wir hier, das ist jetzt Windows 7, in den Verzeichnissen ein RockRail-Ordner. In diesem RockRail-Ordner befindet sich im Moment noch nicht sehr viel, sondern nur diese Plandatei. Zurück zu RockRail. Dieser Standardarbeitsbereich ist also, wie gesagt, nichts anderes wie ein Unterverzeichnis. Diesen Standardarbeitsbereich kann ich jetzt hier eintragen und kann auch den Haken setzen, Ladearbeitsbereich beim Programmstart. Damit passiert, wie gesagt, zwei Dinge. Es wird auf dieses Unterverzeichnis verlinkt und gleichzeitig wird auch der Serverteil von RockRail gestartet, sodass man sich um diesen Serverteil gar nicht kümmern muss, sondern mit der Eingabe eines Arbeitsbereichs oder mit der Auswahl eines Arbeitsbereiches wird dieser Serverteil automatisch gestartet. Das Ganze kann ich am Anfang natürlich auch erstmal hier über den Menübaum machen, nämlich Arbeitsbereich öffnen. Dadurch klicke ich dann in mein entsprechendes Unterverzeichnis, in dem Fall hier auf RockRail, eigene Dokumente und RockRail. Und wenn ich den jetzt eröffne, sieht man kurz, dass das Serverfenster gestartet wurde. Das Serverfenster, wie gesagt, das ist die Verbindung nachher zur Anlage. Dort werden also über das entsprechende Protokoll Befehle an die Anlage geschickt. Mit dem Arbeitsbereich öffnen ist dann auch der Plan geladen worden und ich kann also dann mit dem Plan jetzt hier beginnen zu arbeiten. Ich stelle mal die Größe des Plans etwas höher, sodass man auch was sehen kann. Wie gesagt, jetzt ist hier links der Logdialog da und es ist der Plan da. Der Gleisplan selbst, der Name des Gleisplanes, ist jetzt einsehbar in die RockRail-Eigenschaften durch den Öffnen des Arbeitsbereiches. Ist hier auch jetzt diese Menüoption aktiv geworden, RockRail-Eigenschaften. Wenn man da reinschaut, da werden jetzt Definitionen vorgenommen, die dann die Zusammenarbeit mit der Zentrale und mit der Anlage nachher vornehmen. Hier ist auch der Name der Gleisbahndatei, die ja mit installiert wurde und die eben in dem Unterverzeichnis eingetragen. Das heißt, wenn man seinem Gleisplan einen anderen Namen geben will, dann kann man hier diesen Namen eintragen und kann letztendlich dann auch verschiedene Gleisplandateien verwalten. Das ist also eine Möglichkeit, dann auch vielleicht mit verschiedenen Unterverzeichnissen zu arbeiten, mit verschiedenen Arbeitsverzeichnissen und verschiedene Gleispläne zu verwalten. Ja, also ich kann jetzt hier den Plan ändern. Dann muss ich natürlich oder den Eintrag des Namens hier ändern und dann kann ich dann auch meinen Planennamen anderen Namen geben. Ich ändere das jetzt hier auch mal, um das zu zeigen. Ich nenne das Ganze mein Plan, speichere das ab und muss natürlich dann diesen aktiven Plan, den ich im Moment habe, dann auch speichern unter dem entsprechenden Namen geben. In dem Fall auch mein Plan.
Wichtig ist, und das ist den meisten Anfängern auch noch nicht so bewusst, dass nicht nur der Gleisplan dort abgespeichert wird, sondern in dieser Datei, in dem Plan, mein Plan XML, werden auch alle Logs zum Beispiel abgespeichert. Also alles, was man an der RockView-Oberfläche, vieles, was man an der RockView-Oberfläche einstellt, wird da drin gespeichert. Der Gleisplan, den kann ich jetzt bearbeiten, also von der Bedienung auf die Bearbeitung umschalten, also was man mit dem Gleisplan alles machen kann, welche Elemente das hat, das wird dann mal in einem anderen Video gezeigt. Ich möchte jetzt hier, wie gesagt, nur die ersten Schritte mal erklären. Also da ich das jetzt geändert habe, in den RockRail-Eigenschaften, wie gesagt, den Namen Mein Plan eingetragen, müssen wir dann beim Starten auch entsprechend nichts mehr ändern, weil der Arbeitsbereich dann auch diesen Plan enthält. Ich kann, wie vorhin schon gezeigt am Anfang, jetzt natürlich hier den Standardarbeitsbereich auswählen, indem ich dasselbe Unterverzeichnis hier als Standardarbeitsbereich einstelle und auch den Haken setze, lade es mir automatisch beim Start von RockRail. Deshalb dann muss das Daher muss ich mich dann nicht mehr um die entsprechende Plandatei kümmern und auch keine Arbeitsbereiche mehr manuell öffnen. Und damit funktioniert es auch relativ schnell am Anfang und man kann mit dem Plan anfangen zu arbeiten. Wenn man also mit diesem Testplan ausgehend starten will. Ansonsten kann man natürlich auch einen eigenen Plan machen und letztendlich dann komplett neu anfangen. Hier unten im Serverfenster sieht man jetzt schon einige Befehle, also wie gesagt, dieser Befehl Invalid Key, dann darf man daran von sich am Anfang auch nicht so dran stören. Das heißt ganz einfach, dass man noch nicht gespendet hat. Dann natürlich darf ich an der Stelle darauf hinweisen, kräftig zu spenden, damit dieses Projekt auch weiterentwickeln kann. So, jetzt drücken wir hier nochmal kurz auf Speichern und ich beende RockRail nochmal. Er fragt mich natürlich, ob ich den Server dann auch beenden will. Das sagen wir natürlich, klar, will ich beenden. Und ich starte RockView nochmal oder RockRail nochmal. Und wie man sieht, wird jetzt automatisch über die Einstellung, die ich vorher getroffen habe, über den Arbeitsbereich und den Eintrag in RockView und den automatischen Laden beim Programmstart sowohl der Server gestartet als auch der Gleisplan geladen. Also das ist hier der kleine Serverfenster. Damit wird ja die Kommunikation nachher zur Anlage aufgenommen. So, ich denke, das waren mal so die ersten Schritte. Weiteres dann in den folgenden Videos. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit RockRail.